Einen wunderschönen guten Tag an euch alle. Willkommen bei Time to Die und willkommen auch an dich, lieber Tom. Hallo, freut mich, dass wir jetzt mal wieder ein Spiel zu zweit spielen, Robin. Ja, es ist ein bisschen her, einfach weil das Setup war, ja. hat sich so ein bisschen in den Weg gestellt. Aber wir haben uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit genommen, um das hier alles einzustellen, dass es funktioniert. Und das sieht jetzt gerade so aus, dass ich in unserem Studio sitze, vor dem Fernseher, so wie ihr das auch von Livestreams kennt, ganz alleine. Und Tom ist mir von zu Hause aus über Parsec zugeschaltet und sieht das, was ich hier spiele, so ziemlich 1:1 dann auf seinem Bildschirm. Genau, wir haben hier so ein Setup mit OBS, der Open Broadcaster Software, mit der wir auch streamen, und Parsec. Und das da, hinter den Kulissen hat das ein bisschen gedauert, bis wir das alles so hingekriegt haben, dass es funktioniert zwischen uns beiden. Was frustrierend war, weil bei Mats war es gar kein Problem und aus irgendeinem Grund auf meinem PC ist der Setup immer abgestürzt. So richtig gefixt habe ich das ja auch eigentlich nicht, sondern eher eine Alternative gefunden. Und ja, ich bin ja froh, dass es jetzt klappt, und ich hoffe, dass es auch in 5 Minuten noch klappen wird. Ja. Wenn ihr diese Folge hier seht, ist das schon ein großes Achievement für uns. Tatsächlich, genau. Das, dann, und das ist sicherlich auch für euch ein Achievement, denn ihr bekommt endlich Thor, God of Thunder, zu sehen. Yes. Endlich. Wir hatten ja schon Green Lantern hatten wir schon im Angebot, wir hatten Captain America schon im Angebot, was ich ja sogar privat durchgespielt und 1000 auf 1000 Gamerscore gespielt habe. Ja, natürlich. War okay, I guess. Übrigens, das hat auch noch eine eigene Wii-Version, die noch anders ist, habe ich die Tage gesehen. Die habe ich auch schon fast mal geholt. Das hat wirklich das schlechteste Charaktermodell von Captain America, das man je gesehen hat. Wir spielen jetzt Thor, God of Thunder. Das wurde entwickelt, ich glaube, von Liquid Entertainment. Ja, genau, ich habe gerade mal auf die Packen geguckt. Weiß gerade nicht mehr genau, was die sonst noch gemacht haben. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Sag mal, ja, geht es ja auch so, dass du die ganze Zeit erwartest, dass Mario und Luigi auf Karts diese Straße da links gleich langfahren? Das verstehe ich, aber nee, für mich, also ich habe tatsächlich als konkrete Assoziation Assassin's Creed Valhalla da. Denn dort gibt es auch mythologische Sachen. Und da werde ich jetzt viel von den gleichen Dingen wahrscheinlich sehen, die ich auch dort gesehen habe. Aber ich verstehe sehr, was du meinst. So, also Green Lantern war ja das war auch gespielt, erstaunlich kompetent. Ja, das habe ich noch nicht weitergespielt privat. Weil ich dachte mir auch, vielleicht spielen wir das ja selbst weiter über Time to 3. Das scheint übrigens tatsächlich Tom Hiddleston zu sein. Ja. Also die hatten da ja noch immer die Originalsprecher, was super weird ist, weil diese Spiele so billo wirken. Ja, soweit ich weiß, ist das halt nicht einfach nur ein Torspiel, sondern wirklich ein Spiel zum Film. Beziehungsweise basierend auf den ganzen, hier siehst du ja auch wirklich Counterfei von... Ne, wie halt Captain America auch. Ja. Ja, aber bei Captain America hatte ich noch weniger das Gefühl, dass das jetzt... hier Dingens ist der Schauspieler von Captain America. Aber es war ja Chris Hemsworth. Nee, ist Chris Hemsworth nicht Thor? Nicht Chris Hemsworth, Chris, wie heißt er? Halt der andere. Genau, aber das war der Schauspieler und entsprechend. Und das passiert auch. War der, ja, okay. Das war auch die gleiche Storyline. Als Prequel sollte das ja, glaube ich, dienen. Jetzt weiß ich gar nicht, wann das in der Timeline war. Erneut übrigens hervorragend vorgerendertes Video. Ja, ja. Oh boy. oh je. Ah, yes. Oh, dieser Cut hat mich gerade an Lea erinnert. Naja, nicht ganz so schlimm, aber ich weiß, was du meinst. Oh, hell yeah. Die sehen ja aus wie Strategiespieleinheiten. Just punch the girl in the stomach with a hammer. Oh, sein Umhang flattert so toll. You'd never let yourself actually get hurt. Something's not right. The cold. So geht das einfach, diese Sprecher. Frostrolle. Someone should tell Odin. Sif, no! Fucking Sif. Pack doch nicht ein Eis einfach an. As Guardians, the Jotun have come for what is rightfully ours. Wrong, Jotun. You've come here to die. You suck. Oh no.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, Robin. Liquid sind die Entwickler von Battle Realms. Das war's. Lord of the Rings, War of the Ring. Genau. Vielleicht heißt es deswegen diese Assoziation. Vielleicht ist es ja die gleiche Engine, wer weiß. Maybe. Also, wie man sehen kann. Und von Rise of the Argonauts. Ja, richtig, genau. Wie all diese Spiele ist auch dies ein Hack and Slay mit ganz wunderbaren Animationen. Ist es wieder XXXY? Ja, genau. Also jetzt gerade ist es, glaube ich, nur X. Aber wir machen God of War mit 2,50 Euro. Wie halt auch Green Lantern. Nur in Green Lantern war es ja. Oh, okay. Bei Green Lantern ist ja. Da war es ja fast 1:1. Ja. Also da sah auch alles so ähnlich aus. Ah, guck mal, macht hier Lightning. Nein. Das ist schon was anderes. Soweit ich weiß, ich schau nochmal nach. Ja, dieses Spiel hat keinen Koop-Modus. Es sieht zwar so exakt so aus wie Green Lantern, aber hier haben sie das. Green Lantern sieht, finde ich, sah nochmal besser aus. Ja? Oh, Throw Mode, okay, warte mal. Oh nein, ich habe es nicht gelesen. Das hier sieht sehr viel mehr aus wie typisches Unreal Engine-Ding. Wo ich jetzt nicht weiß, ob es die Unreal Engine ist. Ja, ich würde sagen, die Assoziation hat sich auch bei Green Lantern, aber ich weiß. Ja, ich glaube, Green Lantern sah schon genauso aus, hatte aber einen besseren Artstyle vielleicht. Ich bin mir unsicher. Ich bin auch der Meinung, bessere Charaktermodelle. Ja, das kann mir auch gut sein. So, guck mal, hier habe ich ein Lightning Shield. Wie fühlt sich denn an, so unmittelbar, Robin? Ach ja. Also, großartig ist es nicht. Gibt es ein Lock-On? Oh, es gibt kein Lock-On, glaube ich. Das wäre gut. Ja, es ist halt alles so ein bisschen hakelig und nicht so richtig präzise. Oh, guck mal, wie er hier so in der Luft. Oh boy. Man sieht es ja auch, glaube ich, wie er so ein bisschen. Ja, den Jank meinst du? Den sieht man. Genau. Und den fühlt man auch sehr. Guck, haben sie sich mit dem Menü Mühe gegeben? Ja. Naja. Melee, Thunder, Lightning, Wind. Ach so, das hat jeweils. Okay. Ein richtiger Charakterausbau hier. Was hast denn du für ein Bild in Thor, God of Thunder? Aber wieso hat denn Thor Windfähigkeiten? Der ist doch der Thundergott, nicht der Windgott. Naja, aber Wind und Thunder und so, das ist ja alles Wetter, also. Ja, gut. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob ich da so zustimmen würde. Also, Regen ist ja zum Beispiel wieder eher ein Wassergott. Ist auch Wetter. Okay, ich kann also hier auch blocken. Und ich kann halt hier werfen. Der heißt halt nur God of Thunder, weil God of Weather scheiße klingt. Ja. Aber weißt du, was ich gerade lustig finde? Ich fühle mich halt voll mit dieser Art der Inszenierung. Oh, ich habe hier mein Spartan Rage. Ah, yes. Wie sie beim Hintergrund Sachen runterfallen. Das ist aber gescriptet, garantiert. Ja. Das ist so irgendwie der gleiche Start wie in Green Lantern, ne? Wir sind hier zu Hause, rennen hier rum, plötzlich out of nowhere Invasion. Gott, sieht das gut aus. Ich glaube halt, so 60% der Xbox-Rechenpower gehen gerade aufs Cape. Meinst du, deswegen zuckt so völlig unsinnig umher, weil das so voller Power ist? Ja. guck mal ein bisschen in den Horizont. Ich will mal ein bisschen hier die Grafik genießen. Oh, look at this. Wow. It's beautiful. Bisschen Coruscant-Vibes. Mm. So, jetzt fliegen wir hier hin. Oh, jetzt fliegen. Das ist auch exakt wie in Green Lantern, wo man diese Punkte hat, wo man sich hinstellen muss und dann hat man genau diese, weißt du, und fliegt dahin und landet dann. Oh, guck mal, das sieht voll spaßig aus, was die machen. Das will ich auch können. Das ist doch ein Reskin vom Green Lantern-Spiel, das kann man doch niemand erzählen. Ja, diese Stadt, die angegriffen wird von irgendwelchen Rando-Aliens, also ist schon. Da vorne ist Secret. Collect a set of 5. Walknutz! Ja, eine Walknut. Einfach speichern? Nee. Das sind denn Feeds. Aber wir haben gar keinen Knutknacker. Ich weiß gar nicht, ob wir die öffnen können, wenn wir sie finden. Ja. Quick Throw. Yeet.
Hä? Er wirft doch gar nicht. Ah doch, macht er wohl. Das ist super weird, dass einfach die Attacken immer da oben damit stehen. Das machen ja so ein paar dieser Character-Action-Games, die dann immer wieder diese Moves dir sagen. Ich habe das nie so ganz verstanden, warum man das macht. Na, gerade stand auch immer New Ability dabei. Ja, aber meinst du was anderes? Ich glaube, das war, wenn ich die. Also, ich meine jetzt, die steht ja immer da oben in der Mitte, wenn du in die Mitte des Bildschirms guckst. Mach jetzt einen Move hier. Zack. Ach so, ja. Also, das war jetzt, glaube ich, wieder, weil ich den das erste Mal gemacht habe. Mastered. Oder es gibt vielleicht, muss ich den dreimal machen oder so. Aber wenn das nicht Mastered ist, dann steht das einfach oben so unspektakulär in der Mitte des Bildschirms. Apropos They unspektakulär, died. Ne? Ja. Press on air. Oh, wir haben einen Mjolnir Burst. Aber das kann. Das sieht alles so spektakulär aus. Ja, es ist halt alles so hakelig. Und es sieht ja auch wirklich alles texturtechnisch aus wie so ein PC auf niedrigen Einstellungen. Wirklich? Ah! Oh, Robin. Ich hätte schwören. Das ist halt Heroic hier. Recovery! Genau. Diese Moves-Anzeiger meine ich. Wo ist denn hier ein Grappling Point? Aber kannst du das nochmal machen? Einfach ich nur runterfallen? Ja, das wollte ich gerade wissen. Ach so, okay, aber nur ganz bisschen. Okay. Ist warum er verliert er da überhaupt Health? Er ist Tor, ne? Er kann fliegen. Ach, das war ein Grappling Point. Okay. Aber hier wow, ist die Animationen sind ja wirklich der Hammer. Oh, meinst du, ich sterbe, wenn ich da hinspringe? Garantiert. Ja. Oh, das ist so verzögert, Tom. Junge, Junge. Probier's nochmal. Ja, auf jeden Fall. Oh, nee, guck mal. Oh, nee. Das ist du, ja. We tried? Nee, hier wird nicht erkundet, Robin. Hier wird gespielt. Nee. Ja, gut, das ist ein sehr guter Satz, Tom. Tu ich, es ist so kalt draußen, I hate it. Ich friere immer noch. Ah. Ich denke, ach so, ich muss. Im Tutorial steht zwar Tab Y. Ja, weil das noch was anderes ist. Das ist die New Power, aber du musst den linken Analogstick bewegen, aber und daraus. Ich mach das die ganze Zeit. Alter, das hat ich hab das die ganze Zeit gemacht, das hat ewig gedauert. Starker Frostspell. Du kannst das nicht ewig machen, dieses Spam. Ja, ich seh's. Master Windblast. Genau, ich muss es halt irgendwie fünfmal machen oder so. Und guck mal, der hat da oben links gerade die Windpower ausgewählt. Hell yeah. Danke, das ist ein richtig gutes Power-Up. Weil gerade habe ich ja mit Y auch meinen Donnerblitz ausgelöst. Ach, verdammt. Wie er einfach instantly sagt, ich bin jetzt ein Eisbär. Tot. Oh, wow. Welch jämmerlicher Tod. Oh, was ist denn das für ein Ladebildschirm? Ja, ist halt Asgard, ne? Ist das nicht die Stadt aus Oblivion? Ich hätte auch gedacht, das sieht wie eine Assassin's Creed Stadt aus, weil das ist doch voll technologisch modern. Oh my Christ. Ja, du musst den Mist dispersen. Wow. Weißt du was, ich hab glaube ich gerade den Stick zu schnell gedrückt. Zu schnell? Genau, ich glaube deswegen hat es zu lange gedauert. Aha. Weil der ist nicht alles nicht real. Oh, der speichert nicht. Das ist Trash. Was, die Secrets? Ja. Mhm. Das ist doch Pflicht. Naja. Haben die den Sachen, noch nie? Die heute Pflicht sind. Aber haben die. Oh, ja, look at this. Look at what's going to happen now. Yes, I know this. Das sind keine Orbs. Das sind Drohnen. God of War. Aber wie lange das dauert? Guck mal, ich halte dafür die B-Taste. Ich glaube, das dauert gar nicht viel länger als in God of War, aber in God of War ist die Animation involvierter. Das stimmt, involvierter. Ja. Guten Tag. Ist hier ein Secret? Nope. Weiß ja nicht. Hep. Ah, ich kam mit dem D-Pad zwischen Wind und. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich die Donner-Power auswechseln kann in Thor, God of Thunder. Ist doch verrückt. Vor allem auch gleich als erstes kommen ganz viele Windkräfte. Ja, das ist so weird. Hier, wir machen wieder zu Thunder. Bam, 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 bam. Nee, komm, puste die mal richtig weg hier. Soll ich wieder Wind machen? Ich finde das so lustig. Willst du sie mit. Oh, schön.
Willst du sie mit coolen Blitzen wegfeuern oder anpusten? Oh Gott, auf Boost. Jetzt ergibt doch Thor's Might keinen Sinn, liebes Tutorial. Aber ich muss es machen. Muss ich es machen, damit was kaputt geht? Nee, ich glaube, da kommen einfach die nächsten, oder? Nee, ich muss es machen. Wow. Mhm. Auch nicht so gut kommuniziert. I love this. Das ist halt so ein Spiel, du spielst das auf eine Weise und jeder Playthrough ist wahrscheinlich exakt der gleiche. Ja, das ist ja okay. Ja. Ah. Oh man. Das ist alles so undynamisch. Wirklich. Stuck. Gameplay Hints. Wind. Wind. Ach so, das war... Hat einfach nur Wind gesagt. Ach nee, der sagt das, wenn ich wechsle, glaube ich. Oh ja. Oh, wenn du alle Elemente hast, dann können wir das Intro von Avatar nachbauen. Ja. So kann ich hier irgendwas... Oh. Use Hammer First or Hammer Thermo to stop the Iceborne from freezing the building. Okay. Sind das hier nicht so kleine Protoss-Drohnen, die das reparieren? Sieht so aus, ne? Ja. Alter, ich muss wirklich bis zur Kante laufen. Okay. Gott, diese Art Spiel, Robin. Ich drücke. Ja, ich vermisse es, Tom. Ne? Ich vermisse es einfach. Warum treffe ich den denn nicht da hinten? Nice. Ja. Oh. Genau. Heroic Recovery. Ja. Super weird. Obwohl ich ja ehrlich gesagt schon staune, dass sie dieses man fällt runter kontextualisieren mit er fliegt dann wieder hoch und das ist so ein eigener Move. Man muss ja dankbar sein für das, was man bekommt. Ja. Okay, wir müssen in den Feeds-Screen. Ja, habe ich schon alles gesehen. Sehr aufregend. Das sieht auch so weird aus. Das sieht halt nicht so wirklich aus, als ob es ein schnell drehender Hammer ist. Nee. Ich verstehe, was sie versucht haben. Sie haben versucht, die hier so Sonic-mäßig, weißt du, wenn er seine Füße bewegt, halt dieses Cartoon-Ding zu machen, aber... Er sagte er, als er in seinen Raum rannte. Save Runestones. I would love to save. Thank you very much. Oh, guck mal, hier eigene Save-Menü. Wow. Bestimmt auf der PS3 wieder nicht. Das fand ich immer schlimmer auf der PS3. Ja, ich weiß. Auf der PS5 übrigens auch so, ne? Oh ja? Ja, also habe ich auch schon erlebt. Ach Mensch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel. Move the left stick until the left wheel is spinning quickly and glowing blue. Hold the left stick in that position. Then move the right stick until the right wheel is spinning quickly and glowing blue. Aha. Okay. Riddle. Oh, das Geräusch. Das leuchtet doch blau. Ja, aber das. Ja. I did it. Das in der Mitte musst du noch, genau. Das ist so eine. Das ist eine super schlecht designtes Ding, weil du hast halt die Sticks und du kontrollierst diese Dinger links und rechts, die sich drehen, aber du sollst den Stick nicht drehen. Und das wird langsamer und schneller. Aber du sollst das in eine Richtung halten und nicht. Weißt du, das sind zwar. Eigentlich ist das so übertragbar, diese Aktion von dieses runde Ding dreht sich zu deinem Analogstick, aber du musst das komplette Gegenteil von dem machen, was das Ding macht. Sie haben sich quasi angestrengt, das unintuitiv zu machen. Ja, genau. Oder ist gerade. Das sah cool aus. Hallo. Och, das große Fichte. Nice. Das ist Gojira. Okay. Dass da nur eine Schwarzblende kommt, ist halt so schade. Ja, das ergibt aber Sinn. Oh, das ist voll der WoW-Dungeon hier. Du hast so recht. Oh, du hast so recht, Tom. Es tut weh, wie sehr du recht hast. The Casket of Ancient Winters. Yes. Gott, ist dieser Thor charismatisch. No. No. Oh, ich kann grapplen. Gives Health Runes, gives Valor Runes, gives Odin Force Runes. Cool. 10 Enemies grappeln.
Ja, dieses Spiel will doch, dass ich die Achievements sammle. Ja, selbstverständlich. Das ist die ganze Daseinsberechtigung, die es heute noch hat, Robin. Es ist nicht unwahr, was du sagst, Tom. Es ist nicht unwahr. Komm, die 10 Grapples machen wir direkt. Heaten war noch... Au, was war das denn? Ist despawned. Ja, ne? Sah komisch aus. Aber diese Gegner sehen auch so nach nix aus, irgendwie. Mhm. Thunder Trench. Press Y to set a trench of Thunder Force that can travel under barriers. Okay. Oh. Guck ich mal, was habe ich denn jetzt für eine Power da ausgewählt? Na, Erde. Aber ich doch ein Thunder Trench. Naja, es ist so Earthquake-mäßig. Hä, hey, meint ihr nicht, ich soll das da drunter machen? I'm confused. Ja, na links ist ja noch so ein Schalter, vielleicht dahin. Oh. Obwohl, ne, use it to destroy Yotin on the other side of the ice ist schon eindeutig. I did try that. Ja, ja. Wo ist denn hier noch einer? Soll der wirklich da sein? Siehst du den denn? Doch, da, ich sehe ihn doch. Guck mal. Ach, da. Okay. Ja. Oh Gott, ist das kacke. Das sollst du machen. Ja, genau. Oh boy. We did it. Earn Valor by defeating enemies and completing feats. The Valor indicator shows how much Valor Thor is available. Press Valor screen. Where can Valor get new abilities? Aha. Oh, ha. Holy crap. Oha. Melee General? Wie heißt denn jetzt das rechts oder das oben und also das gelbe und das Ding? Thunder? Das ist Thunder? Lightning? Das ist Thunder und Lightning? Das ist ja lustig. Weird. Das ist Ach so, deswegen. Das ist eine Thunder-Ability. Donner. Also so. Ja, ja. Wirklich Schallwellen oder was? Und Wind. I'm confused about all of this. Okay, ich will, glaube ich, gehe erstmal auf Melee. Thor can now charge the Lightning Shield Combo, releasing a huge ring of electric energy that knocked enemies up. Tap X, then hold Y to trigger. Thor can now charge the Thunder Breaker, unleashing a triple. Tap XX and hold Y to trigger. Das versuche ich mal. Ich finde es aber irgendwie lustig, dass sie so sich überlegt haben: okay, God of Thunder und Donnerblitz und so, wie können wir das in seine Bestandteile zerlegen, um da mehrere Skill Trees draus zu bauen? Auf Wind wäre ich wirklich nicht gekommen. Ja, aber gar nicht schlimm. Nee, nee, nee. Das ist halt nur weird. Armored Enemies. Enemy Armor flashes when hit. Also. Thunderbreaker and Thunder Trench. Und Armor Breaking Attacks. Das ist wahr. That worked. Jetzt sind sie nackig. Das, dieses Trefferfeedback ist auch so weird und lame. Ja, das stimmt. Oh. Okay, man kann, es gibt Finishing Moves. Und währenddessen kommt so ein scheiß Dings hier. Aber ich kann dann wirklich auswählen, was für einen Move du machst. Ja. Das war ganz cool. Ob er mehr Valor gibt oder Health. Das ist cool. Jetzt sehen sie aus wie dieser eine Pound Mate aus Yakuza. Ach so. Jetzt nicht mehr. Also ja, zumindest gerade mit der einen Waffe. Oh, vorgerendert. Oh ja. Ich liebe es, die Zeit, in der vorgerenderte Cutscenes nicht besser aussahen als das eigentliche Spiel. Mhm. Aber auch, also in diesem Falle auch nicht viel, auch nicht schlecht. Nee, es macht keinen so großen Unterschied. Es ist kein Enchanted Arms, das plötzlich so High-Quality CG-Szenen hat zwischen seiner mäßigen 360-Grafik. Ach, ich vermisse diese Zeit, aber. Natürlich eigentlich besser, dass alles einfach gut aussieht. Aber CG-Sequenzen waren immer so eine sehr einzigartige Belohnung, ja, die ich aber ein bisschen vermisse. Also, so ein bisschen das Gefühl habe ich in manchen Spielen immer noch. In Final Fantasy VII Remake zum Beispiel sahen die Cutscenes halt grandios aus. Auch wenn sie die gleiche Grundlage benutzen. Genau. Das meine ich ja. Die sehen halt, also es ist natürlich eigentlich objektiv besser, als einfach alles gut aussieht. Mhm. Und dann einen Stil halt nutzt und nicht dann weird hoch und her wechselt. Aber es war immer was sehr. Oh, eine CG. Ich erinnere mich da. Ich glaube, einer der. Hat so einen eigenen Flair. Ja, ich erinnere mich da noch an Final Fantasy 13. Das war immer. Oh ja.
Ja, generell ich. Final Fantasy. Ich finde halt so lustig, wie das halt eine ganze Zeit lang immer hinten auf der Packung drauf stand, wie viele Minuten Cutscenes da drin waren. Weil das halt so ein Aushängeschild war. Mhm. Und außerdem hat es auch, wie du schon sagtest, dazu geführt, ne, du sagtest ja gerade, es ist eigentlich besser, wenn alles gleich aussieht, aber früher gab es dann wirklich so unterschiedliche Charakterdesigns. Es gibt so einen Teil aus meinem Skript für Resident Evil Code Veronica, das ich rausgekürzt habe, wo ich so auch so einen Gag in die Richtung gemacht habe, dass Claire und Chris in den Cutscenes deutlich anders aussahen als im Spiel. Oh ja. Mhm. Und dass das jetzt nicht schlimm ist oder sowas, aber eine schöne Parallele zu der Tatsache, dass das ja auch von Spiel zu Spiel innerhalb der Reihe die Charakterdesigns der gleichen Leute die ganze Zeit durchwechseln. Ja. Also man könnte quasi so eine Liste machen aus Chris Redfield Charakterdesigns und hätte wahrscheinlich so 20 verschiedene Designs. Wenn man die mitzählt, ne? Ja. Ja. Mhm. Oh, das war eine gute Cutscene. Oh. Wird immer besser. Oh! Der Gegner. Das ist jetzt wirklich einfach der Poundmate. Ja, wirklich. Mit den Armen, die können. Das war so lustig in Yakuza. Die Poundmates sind so gut. Yes. Dass sie auch Poundmates heißen. Poundmates, also die, ja, die Übersetzung auch der ganzen Gegner. Ja. Ist fucking amazing. Er wird vor unseren Augen zu einem Frost Giant. Jetzt sieht er fast aus wie das Ding aus Frozen. Ja, stimmt. Es hat mich an irgendwas erinnert und ich wusste nicht woran. Du hast es absolut recht. Ja, das schälen wir ihm jetzt nach und nach ab. I want this collectible first. Thank you. Wichtig. Das ist ein Game. Das ist ein Leben quasi. Das ist gut. Oh ja, hier sind so Mana. Oh, weil das Tolle ist, da das Spiel kein Lock-on hat, ist jetzt einfach standardmäßig gelockt. Und ich kann es auch nicht drehen. Ja. Weißt du? Nur dadurch sind diese versteckten Items auch versteckt. Ach ja. Immer schön, wenn die Items versteckt sind für dich als gerade. Spieler aus deiner Kameraperspektive, aber eigentlich nicht für den Charakter. Ja, ja, das ist bei diesen Spielen immer interessant. Ist ja bei God of War auch ganz oft so, wo du dann in einem Level startest und du musst einfach nur mal einen Schritt zurückgehen und dann wechselt die Kamera irgendwie leicht zur Seite und dann siehst du, ah, okay, hier ist ein Zyklopenauge oder sowas. Also bisher bin ich nur da im Begriff zu sterben, aber mache auch keinen Schaden. Ich glaube, weil ich erst seine Armor kaputt machen muss. Okay. Grapple him! I'm trying! Hast du gesehen, wie er gerade so rumgezuckt ist? Ach, hier vorne beim, ja, so einen extra leuchtenden Punkt. Oh, was denn jetzt? Thomas destroyed the first shoulders before you can grab the utility inside. To vault hold in the direction of a vault arrow. Then press B when the arrow is highlighted. Okay. Tap X to perform melee attacks. These do less damage, but release health and Odin Force runes. Press I to perform a power attack, which is measured power attacks and grapples. Oh, dann mach ich erstmal ein bisschen Melee. Ah ne, ich hatte schon B gedrückt. Bevor das Tutorial stand, hatte ich schon B gedrückt. Hier, ich brauch Health. Ich habe keine Health mehr. Deswegen habe ich erst dreimal X gedrückt. Okay, du kannst quasi einmal die Stelle aussuchen, an der du was kaputt machst. Mhm. Und dann noch, was du dafür bekommst. Ja, also nee, ich muss sagen, entweder ich will Health bekommen und Odin Force, oder ich mache direkt die Power Attack und krieg dafür keine Health oder Odin Force. Aber ich vermute mal, die ist dann halt stärker, I guess. Aber was mich dafür wird, ist, die beendet das ja direkt. Deswegen, ich weiß halt gar nicht, ob ich die Odin Power wirklich ausprobieren kann, weil ich habe so wenig Health, dass ich glaube ich echt brauche. Oh, wie er dich mit der Backhand erwischt hat. Oh Gott, das fühlt sich so gut an. Oh, jetzt hast du sehr viel Leben bekommen, ja. Jetzt habe ich ein Power-Up verloren. Ein extra Leben. Es sieht wirklich aus, als ob so Treffer-Feedback nicht vorhanden ist, ey.
Also der Bildschirm wackelt. Dass die Kamera auch so nach unten geht, hier ist so ja, dumm. Ja, das ist halt, die haben halt Screenshake als Trefferfeedback. Ja, voll. Das macht den Kampf auch nur unübersichtlich. Ja. Yep. Gott, hält der Fehler, das ist ja richtig furchtbar. Jetzt so. Grapple. Ah, also gehen wir die Luft gegrappelt wow, hat. Ja. So, ich hau mal zweimal normal drauf, eins. Aber manchmal zwei, das Gefühl, hier fehlen so zwei, drei Frames in den Animationen ab und zu. Oh ja. So, das war der Y-Move. Gott, hat der ja viel Leben. Thunder mal ein paar Mal. Finde nicht so toll, dass du ihn da so auf die Zehen so hämmerst. Ja, verstehe ich. Oh, ich habe mir ja letztens wirklich da, bin ich mit meinem Zehennagel am Teppich hängen geblieben, mit einer Katze gespielt habe und habe mir den so halb eingeknickt. Und dann bin ich an dem Tag noch zweimal mit diesem Fuß vor Kanten gerannt. War nicht gut. War kein guter Tag. Oh, weia. Also, ich glaube, das wird nichts. Doch, ich glaube nicht. Ein großer Fehler. Wir haben Knights Contract durchgespielt. Das werden wir nicht durchspielen, liebe Freunde. Das kann ich euch allen. Knights Contract war auch in seiner ersten halben Stunde schon deutlich interessanter als oh, Tor. Das stimmt allerdings. Oh mein Gott. Ich vermisse es ein bisschen. Knights Contract? Mhm. Wir können ja einen zweiten Run machen mit den neuen Skins, Tom. Guck mal, ein Arm ist sogar kaputt. Dann machen wir es auch zweimal. Ein, dass du dir da noch nicht alle Achievements geholt hast, Robin. Ja, enttäuscht. Das ist einfach, das ist unmöglich. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das war ja kompletter Schwachsinn, diese Achievement-Liste, das weiß ich noch. Hatte das ja auch online, ich glaube, es hatte Online-Achievements irgendwie, mit einem Leaderboard oder so. Weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht, wir haben uns ja auch bei Quantum Theory ein paar angeguckt, kann sein, dass wir das ja da durcheinander Quantum bringen. Theory war der dümmste Scheiß. Wie man von dem Moment, an dem man diese 5 Orbs über ihn schweben sieht, genau weiß, dass er die Attacke macht, die er macht. Ja, ne? Das stimmt, mega. Also seine ganzen Rüstungsteile vibrieren auch so leicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur diese kalte Atmosphäre sein soll. Oh ja, neue Idee. Oh, du kriegst ganz viel Damage gerade. Ja. I know, ich weiß aber echt gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ehrlich gesagt. Das macht wie sein Swipe. Das sieht aus, als ob es keinen Spaß macht. Ja, auch für euch Zuschauer wahrscheinlich. Na komm, den kriegen wir doch. Warum? Aber ich mache auch einfach keinen Damage. Ah, ich kann grappeln. Dann war es das doch jetzt. Weil deine beiden Dinge habe ich ja kaputt gemacht. Eins. Oh ja. Das zwei ist dein und Y. Oh Jesus, oh, okay. Y ist straight up, ich reiß den Kopf ab. Aber es oh, hat auch nicht so mega viel nicht Damage gemacht. Oh my fucking God. Ich hätte gedacht, das dauert das so lang. Auch mehr. Ich mach gleich nur X und nicht Y, wenn ich das nochmal machen kann, einfach weil ich die Hälfte echt brauche. Yep. Weil dieser Swipe ist so kacke, dass der so weit geht. Scheiße. Nein, ich hab Y. Ah! Wenn man Grapple drückt, versehentlich, wenn man nicht grappeln kann, passiert das und man kriegt sogar Damage. So, ich hör mir mal das eine Mana-Ding dann noch, weil dann kann ich. Ah! Wow. Cool, mach eine neue Attacke auch wieder. Ja, wir sind nach sonst 10 nie so Minuten auf Abstand. Oh, ich kann nicht grappeln. Okay. Warum könnten einfach wir denn jetzt grappeln? Ist er irgendwo gegengerannt? Ja, ja, genau, weil er hat ja diesen einen Move das erste Mal gemacht. Oh. Was? X, ah! X. Es stand ganz schwach X. Ja, ja, ich hab's auch okay erst sehr spät gesehen. Oh, du hast ihn rausgeholt. You did it. Ah. Oh. Ejected. 5G. I feel dejected. 5. 5G. Ich bin aber echt, ich bin positiv überrascht, dass es nicht 3 sind oder so ein Scheiß. 7. Ja, so, Bonus Health. Wenn Toy Speed Bonus Health Health Meter appears gold, all damage is first deducted. Okay. Okay, Tom, ist es das mit Tor gewesen nach dieser Cutscene? Ja, vielleicht sehen wir gleich zumindest noch ein neues oder angepasstes Szenario. Ja. Aber ich glaube, wir haben das Spiel verstanden. Es ist unglaublich, wie diese Charaktermodelle aussehen. Tragisch. Wirklich das zweite Mal. Sif wurde jetzt das zweite Mal literally gefritscht in diesem Spiel. Ja, das ist sie, literally die erste Cutscene wurde sie gefritscht. Und nun? Fuck. Das ist ziemlich lustig. Im ersten Level zweimal gefritscht.
So, was macht, geht hier los? Father, the attack. Silence, Loki. Something is amiss. Ja, das ist nicht der. Wenn sie Anthony Hopkins bekommen hätten für das Spiel, wäre ich sehr überrascht gewesen. Wenn dann aber ein ganz okayer Sound-alike. I want justice. We'll raise our armies against every Jotun in Niflheim. Weißt du noch, als Thor einfach keinen Charakter hatte? What will war achieve? More death, more misery. What good is that to Asgard? Come. Sif is dead. You used to care when an Asgardian died. Sif lebt aber auch in den Filmen noch. It's weird. That should not be disturbed. Ja, die wird dann wieder aufgetaut und gut ist. Then I will go alone. Das Oh, ah! Was war das denn? How dare you defy me? You give me no choice. No, no one shall pass this way to Niflheim. My word is final. Ist übrigens Tom Kane, der hier Odin spricht. Der hat in Clone Wars und diversen anderen Star Wars Sachen immer Yoda gesprochen. Oh. Hat nicht die Haupt-Yoda-Stimme, aber eine Yoda-Stimme. Ich hatte gerade auch hier ein bisschen Clone Wars geguckt und da spricht Robert Atkin Jones. Wie spricht man? Robert Atkin Downs. Downs. Er spricht literally zwei Figuren, die zwei Hauptcharaktere sind in dieser Folge und sehr oft miteinander reden. und das fand ich sehr lustig, weil ich dachte mir, beiden Stimmen so, ich kenne die Stimme doch, aber hab irgendwoher. Und habe aber nicht zusammengetan, dass es der gleiche Charakter, gleiche Sprecher auch war. Das ist wie in Oblivion, wo ständig die gleichen Leute miteinander reden. Ja. Robert Atkin Downs ist auch in Thor hier dabei als Frostshine. Ah, wow, er hat den Job als Frostshine bekommen. Yeah! war Chris Hemsworth so angetrunken? Was war das denn? I will destroy you! Weak Götze, I will destroy you! Wir werden sie jetzt nicht destroyen, glaube ich, Tom. Oh boy. Ja, was für ein Spiel. Das war aufregend. Wenn ich die 1000 Gamerscore habe, werde ich euch mehr darüber erzählen, wie es war. Du bist ja gerade am PC. Kannst du mal nachschauen, wie lange dieses Spiel ist bei How Long to Beat? Würde mich interessieren. Oh, das würde mich auch interessieren. Ja, ich sage 4,5 Stunden. Okay, warte, bevor ich gucke. Du sagst was? 4,5? Ja. Dann sage ich 10. Ah, oh, what? Jesus, no. Es sind 5,5. Ha, Gott sei Dank. Wir haben noch ein Xbox 360 Videospiel, Film für Videospielung Ding hier liegen. Ja, wir haben glaube ich sogar noch mehr als eins. Stimmt, doch, auch mal welche geholt. Genau. Ich hab gerade nur die mir vom Auge liegen, aber du hast ja im anderen Raum noch welche. Wir haben noch einige und ich freue mich sehr darauf, die alle mit dir mir anzugucken, lieber Tom. Das soll es aber gewesen sein mit Thor, God of Thunder und Wind und Donner. Nee, und Blitz. Tschüssi. Und den ganzen anderen Kram. Tschüss.